Heute ist ein guter Tag für die Nachhaltigkeit, für Umwelt- und Klimaschutz und für die Menschen in Europa. Denn heute hat das Europaparlament den Vorschlag der Kommission abgelehnt, über die Sustainable Use Regulation Pflanzenschutzmittel in vielen Gebieten Europas zu verbieten. Wir stehen zum Green Deal in Europa. Und um die fossilen Stoffe zu ersetzen, Erdöl, Kohle und Gas, brauchen wir sichere und gute grüne Ernten. Wir brauchen sichere Ernten in Europa. Und deswegen wäre es fachlich völlig falsch gewesen, Pflanzenschutzmittel zu verbieten. Heute ist ein guter Tag für die Menschen in Europa, für die Landwirte und Bäuerinnen und Bauern, aber auch für die Nachhaltigkeit, den Klima- und Umweltschutz und für die Ernährungssicherung. Das Parlament hat sich durchgesetzt und wir freuen uns, auch aus dem Bayerischen Bauernverband heraus diesen Erfolg geschafft und mit unterstützt zu haben. Einsatz lohnt sich und heute ist ein guter Tag für die Nachhaltigkeit.